Ja, guten Tag und willkommen im deutschen Kino. Christoph Grüner ist mein Name und ich mache die Weltpremiere in der Reihe Neues deutsches Kino. 18 sind es an der Zahl und so schwer es fällt, da jetzt ein paar herauszuheben, will ich doch ein paar Tipps geben. Die Helden kriegen in ganz vielen Filmen wirklich eine Identitätskrise. Sie suchen danach, ihren Charakter wieder zusammenzusetzen, herauszufinden, wer sie sind. Ganz vorne mit dabei David Cross als Boy Seven, der ohne Gedächtnis in einem U-Bahn-Schacht aufwacht und nicht weiß, wer er ist. Und während er das herausfindet, kommt er einer kriminellen Machenschaft auf die Spur. Das ist ein Thriller auf internationalem Niveau mit Top-Schauspielern, tolle Auflösung und hochspannend. Ein wirklicher Tipp. Identität meinen wir auch politisch. Es geht darum, wie leben wir heute zusammen in der Gesellschaft, wie funktioniert die Mediendemokratie. Und neben einigen Dokumentarfilmen zu dem Thema haben wir auch Heil von Dietrich Brüggemann im Programm. Eine Neonazi-Farce, die wirklich über jede Grenze geht. Während Neonazis sich da zusammenballen und zusammenraufen im Osten der Republik, redet sich die Medienrepublik die Köpfe heiß, tut aber nichts. Das Ganze ist sehr unterhaltsam, sehr politisch unkorrekt und regt zu großen Diskussionen an. Und das dritte Element, wenn man von dem Thema der Identität spricht, ist, was ist überhaupt ein deutscher Film? In dieser Reihe, ganz viele Filme werden von Filmemachern gemacht, die hier nicht geboren wurden oder deren Familien von woanders herkommen. Darunter Visa Morina, der an der KHM in Köln ausgebildet wurde, einer Filmhochschule, und einen Film namens Babai gemacht hat, zu Deutsch Mein Vater, in dem ein 10-Jähriger eine Odyssee vom Kosovo nach Deutschland macht und seinem Vater hinterherreist. Ein sehr aktuelles Thema, ein sehr aktueller Film, denn Migrantenströme, das betrifft uns alles, betrifft uns alle heutzutage. Aber die wunderbare Intensität des Dramas entfaltet sich, weil er seinem Vater in Hassliebe verbunden ist und ihm eigentlich nachreist, um ihm zu sagen, wie sehr er ihn hasst, dass er ihn allein gelassen hat. Auch ein Film, den Sie nicht verpassen sollten. Also, wir sehen uns im Kino.